Deloitte Future Talk. Innovation. Transformation. Leadership. Disruption. Growth. Let's talk about the future. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu einer weiteren Folge des Deloitte Future Talk, dem Podcast rund um Zukunftsthemen. Mein Name ist Alexander Börsch, ich bin heute wieder euer Gastgeber und freue mich, dass ihr dabei seid. In unserer heutigen Folge geht es darum, wie sich die Konjunktur 2020 entwickelt, was das Wachstum treiben wird und welche Risiken am Horizont aufscheinen. Am Anfang des Jahres 2020 sind die wirtschaftlichen Signale äußerst widersprüchlich. Einige politische Risiken, wie der US-chinesische Handelskonflikt, sind zurückgegangen, andere sind dafür neu aufgetaucht, wie die Iran-Krise. Die Aktienindizes sind auf rekordverdächtigem Niveau. Gleichzeitig leidet vor allem die Industrie unter dem schwachen Welthandel. Im heutigen Podcast sprechen wir deshalb darüber, wie sich der Welthandel entwickeln dürfte, wie hoch die Rezessionsgefahr 2020 ist und wie die Wachstumsraten in den wichtigsten Volkswirtschaften ausfallen dürften. Wir diskutieren auch, was der Klimawandel für Unternehmen und Finanzmärkte bedeutet, welche Folgen der Strukturwandel Richtung Dienstleistungen hat und wann die neuen Technologien endlich einen Einfluss auf die Produktivität haben werden. Mein heutiger Gast zu diesen Themen ist Dr. Jürgen Michels. Er ist Chefökonom und Leiter Research bei der Bayern LB. Vor seiner Zeit bei der Bayern LB arbeitete der promovierte Volkswirt mehr als 10 Jahre im ökonomischen Research bei einer amerikanischen Investmentbank in London. Hallo, liebe Podcast-Freunde. Ich begrüße euch heute aus dem Hauptquartier der Bayern LB in München. Und mir gegenüber sitzt Jürgen Michels. Jürgen, herzlich willkommen beim Future Talk. Ja, freut mich, hier dabei zu sein und dass du uns hier besuchen kommst. Wir wollen uns ja heute über die ökonomischen Trends 2020 unterhalten, auch über die Konjunktur 2020. Aber lass uns vielleicht mit dem Rückblick beginnen. Wir leben ja eigentlich in relativ rosigen Zeiten. Deutschland und die Schweiz haben seit 10 Jahren positive Wachstumsraten. Die USA haben den längsten Aufschwung ihrer Geschichte. Trotzdem war 2019 extrem stark von Rezessionsängsten geprägt, die sich am Ende allerdings auch nicht bewahrheitet haben. Wir haben halbwegs moderates Wachstum in den meisten Ländern. Was waren denn für dich so die einschneidenden oder die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse 2019? Also wenn man es jetzt zurückversetzt, als wir Anfang des Jahres den Blick darauf geworfen haben, gab es viele Unwägbarkeiten. Wir waren in der Phase, wo die Geldpolitik dabei war, eine Phase einzuläuten, Zinsen anzuheben. Die USA hatten die ersten Schritte gemacht. Die EZB war der Meinung, dass nach dem Sommer die Zinsen angehoben werden sollten. Also es war alles darauf eingestellt, dass man zu einer Normalisierung der Geldpolitik kommt. Und gleichzeitig haben wir so die ersten Signale gesehen, dass wir eine gewisse Abschwächung bekommen. Und wenn man die Konjunktur sich jetzt anschaut, ja, wir haben keine Rezession gekriegt, aber wir haben schon eine massive Abkühlung der Weltwirtschaft bekommen. Und das für mich wahrscheinlich herausragendste war, zu sehen, die Kehrtwende in der Geldpolitik. Anfang des Jahres noch alle, ja, wir gehen auf eine weitere Straffung, Normalisierung, alles ist angesagt. Und dann nach wenigen Monaten, zunächst mal die Fed, die ihr Ankauf oder Abbau der Bilanzsumme ziemlich früh gestoppt hat, dann mit Zinssenkungen reingekommen ist, die EZB, die von Zinserhöhungen auf Zinssenkungen geschwenkt ist, das war schon eine massive Kehrtwende, die dann im Sommer eigentlich in einer Art Panikreaktion auch in den Rentenmärkten kulminiert ist, die man fast als erdrutschartig bezeichnen muss, was dort wirklich am Rentenmarkt passiert ist mit negativst, sage ich jetzt mal, Renditen auch für Bundesanleihen, die man sich sonst hätte nur vorstellen können in einer wirklich tiefen Rezession oder Finanzkrise 2.0. Also das, was da passiert ist, eine wirtschaftliche Abschwächung, ja, ein bisschen stärker, glaube ich, auch als viele erwartet haben, aber mit sehr, sehr starken Reaktionen, sowohl auf der geldpolitischen, aber auch teilweise auf der Marktseite, die für mich 2019 in Erinnerung bleiben. Einer der Hauptgründe für die Lockerung der Geldpolitik waren ja die politischen Risiken, vor allem der Handelskonflikt USA-China plus der Brexit. Es hat ja nicht die Konjunktur abgewürgt, aber welche Spuren haben diese politischen Risiken denn deiner Meinung nach hinterlassen für die Zukunft auch? Also wir sehen zum einen, dass der Handel schon beginnend auch 2018, aber in 2019 immer mehr an Dynamik verloren hat aus der europäischen Sicht, aus der
nicht-britischen europäischen Sicht, aber auch sicherlich aus der UK-Sicht, muss man sehen, dass dort einiges nach unten gegangen ist. Wir haben noch lange Zeit relativ starke Aktivitäten auch bei den Exporten Richtung USA und China gesehen. Aber im Verlauf des Jahres wird immer deutlicher, dass dieser Handelskonflikt USA-China nicht nur eine Geschichte zwischen diesen beiden Staaten ist, sondern auch den Rest der Welt, den Rest des Welthandels, des Güterwelthandels mit beeinflusst. Und da, glaube ich, werden wir auch noch ein paar Folgen daraus haben, weil Unternehmen jetzt auch gelernt haben, dass unsere Wertschöpfungsketten, die vorher als toll geschmiert, toll funktionierend angesehen wurden, dass die halt ganz schnell mal unterbrochen werden können. Und da, glaube ich, werden wir, auch wenn wir jetzt die ersten Anzeichen haben, dass der Handelskonflikt zumindest mal in eine nicht mehr so Eskalationsstufe ist. Ich glaube noch lange nicht, dass der gelöst ist, aber dass wir hier eine gewisse Entspannung sehen, dass wir jetzt nicht wieder zu dem As-Usual-Behavior zurückgehen, sondern dass wir hier eine größere Vorsicht auch weiter behalten können. Also ich denke schon, wir haben negative Folgen dieser ganzen Entwicklung gehabt. Und was man auch nicht vergessen darf, was die weltwirtschaftliche Entwicklung angeht, dass dieser fiskalische Stimulus, den Trump 2018 in den USA gezündet hat, dass der halt im letzten Jahr ausgelaufen ist und auch in diesem Jahr noch weiter auslaufen wird und dementsprechend eine gewisse Gegenreaktion hervorbringen wird. Eines der interessanten Entwicklungen der Konjunktur der letzten Jahre ist ja, dass sich Export und Investitionen auf der einen Seite und Arbeitsmärkte auf der anderen Seite ziemlich abgekoppelt haben in fast allen Ländern. Das heißt, Exporte sind schwach, Investitionen sind schwach. Dagegen sind Arbeitsmärkte und der private Konsum florieren fast durch die Bank in den meisten Ländern. Ist das ein Trend, der ewig so weitergehen kann? Und was würdest du sagen, was hat ihn verursacht? Ich glaube, wir haben da mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Das eine ist, glaube ich, dass wir eine Bewegung hin zu mehr Dienstleistungen generell sehen. Das zweite ist, dass wir auch, ich sag mal, geschürt oder unterstützt durch diese ultralockere Geldpolitik, das ist nicht nur in Europa, sondern weltweit in den Industrienationen der Fall gewesen, einen gewissen Bauboom generiert haben. Dieser Bauboom führt auch beschäftigungstechnisch zu ziemlich guten Zahlen. Und durch diesen, ich sag mal, zinsinduzierte Bewegung haben wir hier eine positive Entwicklung gehabt im Baubereich, aber auch in anderen Dienstleistungsgeschichten, die sich positiv entwickelt hat. Also da, glaube ich, haben wir eine Mischung zwischen einer strukturellen Veränderung weg von den Gütern hin zu mehr Dienstleistungen, was auch IT-Dienstleistungen alles angeht, die wir bekommen haben. Und zum anderen durchaus eine zyklische, geldpolitisch induzierte Bewegung. Und dieses Zweite, wir sehen, auch wenn wir jetzt nochmal weitere Unterstützung bekommen haben, das wird wohl nicht für ewig gelten. Aber dieser strukturelle Teil wird aus meiner Sicht schon noch eine ganze Zeit lang anhalten. Okay, dann lass uns jetzt mal zum Ausblick fürs nächste Jahr kommen. Du hast es ja gesagt, die politischen Risiken sind so ein bisschen abgeebbt gegen Ende des Jahres. Es gibt einen Waffenstillstand bei dem US-chinesischen Handelskrieg. Der Brexit ist zumindest jetzt bis Ende des Jahres abgesagt, also der harte Brexit, weil wir jetzt in die Übergangsphase gehen. Was erwartest du denn jetzt in den beiden Bereichen für 2020, also für den Welthandel, und was wird deiner Meinung nach beim Brexit passieren? Also wir sind eher skeptisch, was das hier angeht. Im Vergleich zu den meisten anderen Prognosen ist unsere Prognose auch für die Weltwirtschaft relativ gering. Wir gehen von einem Wachstum von nur 2,2% aus für die Weltwirtschaft. Das heißt nochmal eine Abkühlung im Vergleich zum Vorjahr. Das wäre das dritte Jahr in Folge einer globalen wirtschaftlichen Abschwächung und auch das geringste Wachstum seit der Finanzkrise, was wir erwarten. Ja, es stimmt, dass wir durchaus Anzeichen haben, dass es eine gewisse Bodenbildung gibt, und wir erwarten auch im Jahresverlauf, dass wir so eine leichte Bewegung nach oben bekommen. Aber ich wäre weiterhin wirklich vorsichtig, sowohl was die Entwicklung USA-China angeht. Es kommt keine zusätzliche Eskalation rein, aber die Folgen dessen, was auch Ende letzten Jahres noch passiert ist, das wird noch eine Zeit lang nachhallen. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt den großen Sprung nach vorne bekommen. Also diese Phase One, die werden wir höchstwahrscheinlich unterschreiben. Aber auch im Vorfeld des US-Wahlkampfs wird da nicht, oder der US-Wahlen, wird da jetzt nicht ein großer weiterer Sprung nach vorne kommen, dass diese ganzen Zölle massiv wieder zurückgedreht werden und wir tolle Erleichterungen bekommen. Ähnlich sehe ich diesen ganzen Prozess beim Brexit. Wir werden mit großer Sicherheit jetzt
Das haben wir jetzt beschlossen, den Austritt zum 31.01. unter Dach und Fach haben. Aber die Briten haben jetzt schon ziemlich klare Kante gesetzt, dass sie keine Verlängerung dieser Übergangsperiode haben wollen. Dementsprechend droht weiterhin ein harter Brexit zum Jahresende. Und all das, was man sehen kann, ist, dass Boris Johnson mit seiner Global Britain Strategie weiterhin auf Kurs ist, und dazu passt es nicht, weitreichende Handelsabkommen mit den Europäern zu haben. Das heißt, an der Stelle, glaube ich, wird man ein Abkommen bekommen, das hinter einem Kanada-Abkommen rauskommen wird, und dementsprechend werden wir auf dieser Verbindung EU oder Rest-EU und UK durchaus nochmal Schwächephasen bekommen können. Und diese zwischenzeitliche, ja, fast schon Euphorie, wir haben jetzt den Deal, alles ist gut, dass man da einfach nochmal feststellen muss, ja, wir sind jetzt draußen, aber nach vorne hin gibt es ganz viele Fragezeichen. Und dementsprechend sind wir auch sehr skeptisch, was die wirtschaftliche Entwicklung in UK angeht. Und das ist aus unserer Sicht auch weiterhin ein bremsender Faktor für die Konjunktur in Europa. Das heißt, ihr seht keine größere Hoffnung jetzt vor allem für den Handel. Wir sehen eine gewisse Stabilisierung, jetzt auch aus dem großen Konflikt, sage ich jetzt mal, USA-China haben wir vorher immer wieder zusätzliche Bremsklötze aufgelegt bekommen. Das haben wir jetzt alles mal drin, also bekommt er keinen zusätzlichen Gegenwind mehr generiert, und langsam erwarten wir schon eine gewisse Belebung, die reinkommen sollte, auch mit der verzögerten Wirkung der geldpolitischen Lockerung, die wir um den Globus drumherum in der zweiten Jahreshälfte 19 gesehen haben. Das heißt, allmählich, ja, stabilisiert sich das Ganze, läuft wieder nach oben, aber es ist eine allmähliche Bewirkung. Und unser Ausblick für das Jahr haben wir mit der Überschrift versehen, wenig muss reichen. Und ich glaube, da sieht man, ja, wir bekommen wieder ein gewisses Wachstum, im Jahresverlauf läuft es nach oben, aber wir gehen nicht von so einer V-förmigen Wiederbelebung der Konjunktur aus. Was man sieht, ist aber, wir haben uns angeschaut mal so eine Statistik, wie viele oder wie groß ist der Anteil der Weltwirtschaft, die ein höheres Wachstum in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr hat. Letztes Jahr waren es nur 3,5% der Weltwirtschaft, die höheres Wachstum gezeigt haben. In diesem Jahr sind es wahrscheinlich wieder über 20. Und das läuft Richtung 2021 sicherlich nochmal weiter nach oben. Viele kleinere Länder, die bewegen sich langsam wieder nach oben. Emerging Markets profitieren durchaus auch von den Zinssenkungen in den USA. Da gibt es also eine Reihe von Faktoren, die sich langsam positiv bemerkbar machen. Aber es ist nicht dieser Riesen-Stimulus nach oben, vergleichbar 2009, 2010, wo wir da wirklich quasi diesen V-artigen Anstieg aus der Rezession hatten. Jetzt haben wir auch eine ganz aktuelle Krise seit letzter Woche eigentlich, nämlich der USA-Iran-Konflikt. Führt es normalerweise zu Ölpreissteigerungen, hat es ja auch schon geführt. Ölpreissteigerungen haben ja oft Rezessionen ausgelöst, vor allem weltweite Rezessionen. Wie hoch siehst du denn da die spezifische Rezessionsgefahr und vielleicht auch die Rezessionsgefahr allgemein für nächstes Jahr? Also ich sehe die Gefahr durch den Ölpreis, was an der Stelle Inflation und so weiter nochmal eine Rolle spielen kann. Ja, das haben wir ein bisschen an die Seite gelegt. Mit dem Motto, Inflation ist nie wieder ein Problem. Könnte so eine Bewegung nochmal auslösen, vielleicht kommen dann doch mal Inflationsraten nach oben, der Ölpreis könnte dann einen gewissen Trigger auch bedeuten. Wenn man die Reaktion jetzt an den Märkten sieht, glaube ich, haben wir eine andere Geschichte, die ist eher indirekter Natur. Ende 2019 war alles super, ja, wir hatten diesen Trade Deal, Brexit wurde klar, war Risk On angesagt und wir haben sehr günstige Finanzierungskonditionen dadurch bekommen. Und jetzt Anfang des Jahres mit diesem Iran-USA-Eskalation sind wir relativ schnell in so einen Risk-Off-Modus reingegangen und viele Märkte sind durchaus, ich sag mal, angezählt. Und sowas kann unabhängig von dem, was passiert in der Region, durchaus dazu führen, dass das ganze Investitionsklima, dass wir, ich würde mal sagen, in Teilen auch schon als ein bisschen als fragil ansehen müssen, wenn man globales Leverage und ähnliche Geschichten mit reinnimmt, dass das dazu ein Auslöser sein kann, dass wir einfach in so einen größeren Risk-Off-Modus reingehen können und dementsprechend auch Verwerfungen an den Finanzmärkten hervorrufen kann. Also das, unabhängig, ob es da jetzt zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen kann, die, ich glaube, keiner wirklich im Fokus hat und sagen kann, wie die enden kann, dass sowas wirklich nochmal ein Auslöser sein kann, dass wir über Verwerfungen an den Finanzmärkten dann auch realwirtschaftliche Bremsfaktoren bekommen. Also es ist eher die Unsicherheit, die die Gefahr dann dabei darstellt. Ich würde es momentan eher an der Seite sehen.
Klar, wenn wir jetzt an der Straße von Hormuz wirklich Verwerfungen auf der Ölseite hätten, dann hätten wir einen spezifischen Schock, der da ausgehen kann. Ich würde das größer aber wirklich über diesen Unsicherheitsfaktor und die Marktreaktion darüber sehen. Jetzt vielleicht zum ganz anderen Thema. Ganz großes Thema 2019 war ja der Klimawandel. Wir sehen viele Initiativen in der Richtung. Für die neue EU-Kommission ist es die Hauptinitiative ihrer Amtszeit. Investoren werden zunehmend sensibel, was Klimathemen angeht. Firmen wollen klimaneutral werden. Was erwartest du denn da für 2020? Wird sich der Trend fortsetzen auf der einen Seite? Und was bedeutet das dann eigentlich für Unternehmen und auch die Finanzmärkte? Also ich denke, dieser Trend wird sich fortsetzen. Die neue Kommission hat ja eine ganz klare Linie. Es ist aber auch in allen anderen eben, ob man die EZB sich anschaut, ob man viele Unternehmen sich anschaut, die sind jetzt alle auf diesem Pfad. Sie wollen klimaneutral produzieren, agieren und dafür sind viele Investitionen notwendig. Also da, glaube ich, haben wir zunächst mal aus einer freiwilligen Position, wenn ich was vermarkten will, muss ich auch einen grünen Anstrich nicht nur von außen haben, sondern auch innen drin das Ganze auch nachhaltig verkaufen können. Und da haben wir sicherlich in vielen Bereichen einen massiven Investitionsbedarf, der, denke ich, auch aus einer intrinsischen Motivation der Unternehmen genutzt werden kann. Also da sehe ich durchaus auch positive Risiken auch für unseren Wirtschaftsausblick, dass wir hier wirklich so eine Art grüne Investitionswelle in effizientere Produktionsanlagen, in energieschonendere Techniken bekommen. Und das könnte durchaus auch sehr positiv für das Wirtschaftswachstum kurzfristig kommen. Wenn ich ein bisschen länger mir das anschaue, glaube ich von dieser eher freiwilligen Phase mittelfristig sicherlich in eine eher gedrungene oder notgedrungene Investitionsphase rein. Wir werden, diese politische Maschinerie ist jetzt angeschmissen, in den nächsten Jahren andere regulatorische Vorgaben bekommen. Und wenn ich als Unternehmen dann noch bestehen möchte, muss ich mich neu positionieren. Und ich denke, da wird es forciert durch diese Geschichte durchaus eine ganze Reihe von Investitionen geben. Auf der anderen Seite habe ich natürlich das Thema, wenn ich das mache, auch mit Regulierungen, höheren CO2-Preis, Preise, die ich bis jetzt nicht gezahlt habe, dass dadurch ein Kostenfaktor entstehen kann. Und da ist halt die Frage, wie reagiert man darauf wirklich? Was ist mit dem verfügbaren Einkommen? Was nehme ich da raus? Wo fallen an der anderen Seite was weg? Also da, glaube ich, gibt es ganz viele Fragestellungen, die damit reinkommen, unabhängig von dem, was der Klimawandel an Schäden volkswirtschaftlicher Art über die nächsten Jahre über Hurricanes und ähnliche Geschichten generieren kann, ist einfach die Frage auch, wie diese Bepreisungsgeschichte sowohl auf der Investitionsseite was verändert, als auch auf der Nachfrageseite der Konsumenten. Und das, glaube ich, ist ökonomisch eine ganz, ganz spannende Frage für die kommenden Jahre, wie wir wirklich diese gesamtwirtschaftlichen Reaktionen daraus sehen werden. Ich habe keine klare Antwort darauf. Glaube, kurzfristig werden wir eher positive Effekte haben, aber je nachdem, wie solche Bepreisungsgeschichten ausgestaltet werden, können wir da auch zumindest in einigen Bereichen durchaus dämpfende Faktoren haben. Siehst du denn im Moment schon Vorteile für Unternehmen, dass Finanzmärkte tatsächlich auch ein höheres Umweltbewusstsein, höheres CO2-Bewusstsein erwarten von den Unternehmen und auch Unternehmen dafür belohnen beispielsweise? Also wenn man sich den Green Bond oder Green Schuldscheinmarkt anschaut, sehen wir bisher keine Outperformance von grünen Assets im Vergleich zu nicht-grünen. Das sieht ein bisschen anders aus, wenn man sich die Aktienmärkte anschaut. Dort gibt es durchaus Indikationen dafür, dass Unternehmen, die sich sehr stark auf klimaschonende, auf energieschonende ESG-Kriterien auch einlassen, dass die eine gewisse Outperformance zeigen. Und ich glaube, dass das in Zukunft sich noch weiter bewerten wird. Wenn Unternehmen verstärkt danach auch bewertet werden, wie sie denn solchen Herausforderungen gegenüberstehen. Wenn ich weiß, das Unternehmen hat ein Geschäftsmodell, das at risk ist, weil es klimaschädlich agiert und entweder seine Produkte verboten werden, sage ich jetzt mal im Extremfall, oder keiner sie mehr haben möchte, dann hat das natürlich Auswirkungen auf den mittelfristigen Ertragsausblick für diese Unternehmen. Und ich denke, diese Unternehmen werden dann große Probleme bekommen. Und daher, jetzt ist noch wenig davon zu sehen, aber aus unserer Sicht wird dieser ganze grüne Finanzierungsmarkt massiv anwachsen und nicht nur auf der Investitionsseite, ich gehe neue
Fertigungsanlagen und so weiter rein, sondern auch auf der Finanzierungsseite wir eine deutliche Verschiebung bekommen und grüne Finanzierungsformen viel, viel größere Bedeutung haben werden. Und mit einer größeren Liquidität, die in diesem Markt dann auch zu sehen ist, glauben wir auch, dass dann irgendwann eine Outperformance stattfinden wird. Also gute Nachrichten für die Nachhaltigkeit auf der Finanzmarktseite. Lass uns vielleicht nochmal kurz zur makroökonomischen Ebene zurückgehen. Was werden denn die Wachstumstreiber 2020 sein für die wichtigsten Regionen und Länder? Und was für ein Wachstum erwartet ihr denn im Detail für, sagen wir mal, USA, China, Europa? Also, was haben wir für Treiber? Wir sehen durchaus auf einer breiteren Ebene, dass der Staat, die staatlichen Investitionen, aber auch Ausgaben eine größere Rolle spielen. Das ist in Europa, in den meisten Ländern der Fall, auch in Deutschland. Selbst wenn wir unsere schwarze Null halten, werden wir eine fiskalischen Stimulus bei uns durch verschiedene Steuersenkungen, Abgabensenkungen und Ähnliches bekommen, aber auch über höhere Investitionen. Also staatliche Ausgaben ist insbesondere in Europa einer der Faktoren, wo sich mehr tut. Und wir sehen durchaus auch auf der Investitionsseite nach einem sehr schwachen Jahr 2019, dass wir hier eine gewisse Belebung bekommen. Bauinvestitionen spielen hierbei immer noch eine große Rolle, sowohl in Europa, aber auch in den USA spielt das eine große Rolle. Wenn man Richtung China schaut, dort gehen wir davon aus, dass der private Konsum nochmal zusätzlich an Dynamik gewinnt. Gleichzeitig aber auf der Investitionsseite und auch auf der Exportseite die, ich sag mal, Wirkungen auch des Handelskonflikts sich nochmal schleppend bemerkbar machen. Insgesamt gehen wir in all diesen großen Regionen davon aus, dass sich die Wachstumsraten nochmal nach unten im Jahresdurchschnitt bewegen werden. Und dementsprechend haben wir in den USA dann ein Wachstum von nur noch 1,3% drin für 2020. Das ist ein Prozentpunkt weniger, als es noch im Vorjahr der Fall war. Für den Euroraum haben wir eine gewisse Abschwächung drin, 0,8% erwarten wir dort. Und Deutschland, ein weiteres Jahr von einer Underperformance, wäre nur mit 0,3% dabei. Für China sehen wir zum ersten Mal seit Dekaden, muss man fast sagen, unterschreitende 6%-Marke, was das Wachstum angeht. Das war vor ein paar Jahren noch undenkbar, zeigt für uns aber auch, dass die chinesische Administration durchaus bereit ist, gewisse kurzfristige Wachstumseinbußen auch als Konsequenz vom Handelskonflikt hinzunehmen, um sich dann mittelfristig aber besser zu positionieren. Ich glaube, mittelfristig besser positionieren heißt für China auch einen gewissen Schwenk von einer sehr stark investitionsgetriebenen Wachstumsentwicklung mehr hin zu Konsum und Dienstleistungen durchzuführen. Wir haben ja viele Hörer auch in der Schweiz. Was erwartet ihr für die wirtschaftliche Performance der Schweiz dieses Jahr? Die Schweizer waren ja wachstumsmäßig 2019, aber auch im Jahr davor schon besser als die Deutschen zum Beispiel auch unterwegs. Hier sehen wir mit einem relativ stabilen Frankenkurs, dass wir durchaus auf der Exportseite eine gewisse Erholung auch sehen können. Wir hätten hier Wachstumsraten knapp unter 1% für 2020 derzeit veranschlagt. Das heißt, schwächeres Wachstum, aber nach wie vor positives Wachstum für die Weltwirtschaft. Was hat das denn für Konsequenzen auf die Zinspolitik und den Finanzmarktausblick? Wir haben, denke ich, da ein ganz seltsames Bild. Wir gehen davon aus, dass wir gerade zu Beginn des Jahres nochmal schwache Daten bekommen, dass wir auch in Europa so sehen, dass sich die Industrie, die derzeit ja insbesondere in Deutschland in der Rezession aus meiner Sicht ist, dass die sich langsam berappeln wird. Wir haben aber die ersten Indikationen dafür, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Peripherieländern nochmal Schwächephasen im Bereich des Arbeitsmarktes, der sich dann auch auf andere wirtschaftliche Bereiche ausdehnen wird, bekommt. Daher erwarten wir, dass zu diesem schwachen Jahresstart die Zentralbanken auch nochmal reagieren werden. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass wir sowohl von der FED, auch hier nochmal, wir haben sehr positive Wachstumsaussichten für 2020, über 2%, dass dort diese Realisierung, das kommt so stark nicht, der Arbeitsmarkt läuft nicht mehr so gut, wie wir das denken, dass die FED nochmal einen weiteren Zinsschritt durchführen wird und die EZB in einem Umfeld, wo der Euro auch eher mal zur Stärke aufgrund
dieser Aktion der US-Notenbank tendieren dürfte, dass auch die EZB nochmal an der Zinsschraube nach unten dreht. Das heißt, hier würden wir den Einlagensatz bei minus 0,75 sehen. Und das dürfte dann auch nochmal an den Rentenmärkten zur in der ersten Jahreshälfte nochmal einen Rückgang an den Renditen führen. Okay. Damit seid ihr ja nicht unbedingt im Mainstream drin, sondern eigentlich auch ein gutes Stück pessimistischer. Wir sind da an der Stelle durchaus pessimistischer. Die meisten gehen davon aus, ja, das hat sich jetzt alles, wir haben den Tiefpunkt mehr oder weniger Ende Jahres gesehen und das läuft jetzt alles nach oben. Wir denken, wir haben schon noch eine ganze Reihe von Nachwirkungen drin. Und wenn die Geldpolitik nicht ganz an Glaubwürdigkeit verlieren möchte, ja, dann werden sie höchstwahrscheinlich nochmal reagieren. Die Frage ist jetzt gerade bei der EZB, mit Blick auf ein Land, was man normalerweise nicht immer so im Fokus hat, Schweden. Die haben jetzt das Experiment gewagt, trotz einer schwachen Konjunktur die Zinsen wieder auf Null zu setzen. Ob das vielleicht eine weitere Debatte über die Kollateralschäden von Negativzinsen auch innerhalb der EZB hervorruft und vielleicht dort die weiteren Vorhaben, die Zinsen nochmal zu senken, ein Stück weit dann auch reduzieren könnte. Lass uns jetzt vielleicht am Ende nochmal zum langfristigen Ausblick kommen und zur Rolle von neuen Technologien. Eins der großen volkswirtschaftlichen Themen ist ja, dass wir überall von neuen Technologien, von Innovation umgeben sind, in unserem täglichen Leben, in Unternehmen. Gleichzeitig ist das Produktivitätswachstum so schwach wie lange nicht mehr und seit langem auf dem absteigenden Ast eigentlich. Das hat viele unangenehme Nebenwirkungen, Lohnsteigerungen sind niedriger, als sie sein könnten. Woran liegt denn dieses schwache Produktivitätswachstum deiner Meinung nach und wie verhält sich das zu den neuen Technologien, die überall entstehen? Ich glaube, wir haben da verschiedene Gründe, die reinkommen. Das eine ist, wir haben in den letzten Jahren, und das nicht erst nur 2019 mit der Industrierezession, sondern schon über eine gewisse Phase lang eine schwächere Industrieentwicklung gesehen. Die Industrie war in den vergangenen Jahren eigentlich immer so starker Produktivitätstreiber. Gleichzeitig haben wir mehr Dienstleistungen und mehr Bau, die eine Rolle spielen, die traditionell mit sehr geringen Produktivitätszahlen aufwarten. Wenn ich mir das also gesamtwirtschaftlich anschaue, habe ich allein aufgrund dieser Sektorverschiebung im Ergebnis schwächere gesamtwirtschaftliche Produktivitätszahlen als Ergebnis. Da kann man sich jetzt natürlich fragen, gerade im Dienstleistungsbereich, wann kommen denn dann die neuen Technologien rein? Vieles von dem, was dort passiert, ob das jetzt Sharing Economy und andere Verbesserungen sind, die messen wir einfach auch nicht richtig. Wir sind sehr gut zu messen, ob ein Industrieunternehmen irgendwelche Stahlproduktionsdaten und so weiter, da haben wir auch ganz tolle Datengrundlagen für. All das, was im Bereich Dienstleistungen stattfindet, was im Bereich von neuen Technologien stattfindet, das wird einfach statistisch auch schon mal sauber nicht gemessen. Also ich glaube, da haben wir verschiedenste Probleme, die da reinkommen. Und das andere ist halt, wie lange wird es wirklich dauern, dass ich mit dem, was wir jetzt über Startups, was in Unternehmen passiert, es wirklich in der Breite ausrollen können. Ob das das Internet oder ähnliche Geschichten vorher waren, es hat lange gedauert, bevor wir es dann wirklich in den Zahlen gesehen haben. Und ein weiterer Punkt, den ich noch nennen möchte, ist, dass wir Produktivität und Kapitalintensität aus meiner Sicht immer nur schwer unterscheiden können. Und nach der Finanzkrise haben wir eine weltweit lange Phase von zurückhaltender Investitionstätigkeit gesehen. Ich glaube, da haben wir durchaus auch nochmal Effekte drin, dass mit diesen zurückhaltenden Investitionen einfach auch diese Produktivitätszahlen ein Stück weit zurückgehalten wurden. Ich glaube, das ist so eine Mischung von verschiedensten Faktoren, die wir dort sehen können. Speziell für Deutschland sehen wir aber auch, dass wir, glaube ich, in den letzten Jahren, da sind wir vielleicht trotzdem wieder beim Thema Capital Deepening dabei, in unsere auch digitale Infrastruktur nicht unbedingt viel investiert haben. Dass da einfach auch die Grundlagen fehlen, dass die Unternehmen auf ihrer Seite dann in solche Innovationen weiter investieren könnte. Also du würdest sagen, wir haben das Potenzial für höhere Produktivität. Es muss sich aber erst noch durch die gesamte Wirtschaft ausbreiten und wir müssen es dann am Ende des Tages auch noch richtig messen. Würde ich momentan so sehen. Wir müssen aber auch einiges tun, damit wir dieses Potenzial wirklich auch nutzen können. Und in solchen Transformationsphasen, glaube ich, wird es immer schwierig sein, weil einige vielleicht auch vorher hochproduktive Geschichten, die fallen weg, andere wachsen langsam rein. Ob wir dann wirklich diese Transformation hinbekommen und uns nicht durch zu viele Regularien das Leben unnötig schwer machen. Prima, dann enden wir mit diesem, sagen wir mal, verhalten positiven langfristigen Ausblick. Vielen Dank für deine Zeit und das spannende Gespräch.
Vielen Dank auch. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du fandest diese Folge des Deloitte Future Talk genauso spannend wie ich. Wenn dir die Folge gefallen hat, leite sie doch weiter an deine Freunde oder Geschäftskollegen. Und was ganz wichtig ist, abonniere diesen Podcast, dann verpasst du auch keine Folge. Du kannst dies auf iTunes, Spotify, Soundcloud und anderen Podcast-Apps machen. Details dazu findest du in den Shownotes, das sind die schriftlichen Informationen bei jeder Episode. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, nimm dir doch bitte eine Minute deiner Zeit und bewerte ihn auf iTunes. Dein persönliches Feedback und deine Anregungen sind uns sehr wichtig, nur so wissen wir, wie wir den Podcast noch interessanter gestalten können. Geh dafür einfach auf unsere Website oder mein LinkedIn-Profil, alle Details findest du ebenfalls in den Shownotes. Dort gibt es auch interessante zusätzliche Informationen zum heutigen Thema. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.